Herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit dem IRTW und bei Verhalten von einem MANF. Infektiöse Patienten werden mit einem Infiziert-Icon markiert. Diese können weitere Passanten oder auch Einsatzkräfte infizieren. Dies kannst du verhindern, indem du deine Kräfte des Rettungsdienstes in Schutzanzüge steckst. Die Besatzung des IRTW trägt diese bereits standardmäßig. Andere Kräfte und auch Notärzte können am abgesattelten Abrollbehälter MANV ausgerüstet werden. Diese können jedoch nach der Behandlung nicht mehr ausgezogen werden und das Fahrzeug mit Besatzung muss erst in die Wache zur Desinfektion. Mit dem MANV-Zelt können große Patientenzahlen schnell und einfach versorgt werden. Ein MANV-Zelt kannst du wie hier mit deinem GW-San oder einem Abrollbehälter MANV aufbauen. Um das Zelt funktionsfähig zu machen, musst du einen Notarzt sowie drei SEG-Sanitäter in das Zelt mit Rechtsklick hineinschicken. Nun kannst du entweder mit den SEG-Sanitätern oder Feuerwehrmännern verletzte Personen ins Zelt ziehen. Es erscheint ein grünes Icon mit einer Zahl, welche besagt, wie viele Patienten transportbereit sind. Du transportierst die Verletzten ab, indem du entweder mit einem RTW, KTW oder einem Sanitäter mit Trage zum Zelt schickst. Viel Erfolg bei deinen Einsätzen! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen hoch da. Was gibt's?